1874, Boulevard des Capucines, in den Atelierräumen des Fotografen Nadar. Erste Ausstellung junger, kompromissloser Künstler, die sich gegen den offiziellen Salon auflehnen. Ein Journalist verspottet Monets Gemälde Impression Sonnenaufgang. Er bildet die Wortschöpfung Impressionist. Von 1874 bis 86 finden 8 solcher Ausstellungen statt. April 1877, dritte Ausstellung in einer Wohnung in der Rue Le Pelletier. Cézanne, Pissarro. Alle sind sie vertreten. Berthe Morisot, Sisley. Sie stellen einige ihrer besten Bilder aus. Degas, Monet. Inzwischen akzeptieren sie die Bezeichnung Impressionist. Caillebotte. Sie ernten die üblichen Spötteleien, aber auch mehrere positive Kritiken. Renoir. Als die Ausstellung zu Ende geht, erwirbt Caillebotte den Tanz im Moulin de la Galette, um Renoir finanziell zu unterstützen. Als wohlhabender Mann hat er bereits mehrere Gemälde seiner Freunde gekauft und will seine Sammlung dem Staat vermachen. Caillebotte stirbt 1894. Er hinterlässt mehr als 70 impressionistische Gemälde. Der Staat akzeptiert nur einen Teil davon, darunter das große Gemälde von Renoir. Im Vordergrund 2 Bänke, ein Stuhl, ein Tisch. Links auf der ersten Bank beugt sich eine Frau zu einem blonden Mädchen herab. Auf der zweiten Bank sitzt eine junge Frau in einem blau-weiß gestreiften Kleid. Eine dritte stehend hat die rechte Hand auf ihre Schulter gelegt, die andere stützt sich auf die Banklehne. Zu ihrer Linken sitzt eine Frau mit dunkelblauem Hut auf der gleichen Bank. Gegenüber den 2 jungen Frauen sitzt ein Mann in Rückenansicht, schräg auf dem Stuhl. Auf der anderen Seite des Tisches 2 junge Männer. Der erste trägt einen schwarzen Zylinder und raucht Pfeife. Der zweite trägt einen Kanotier und schreibt. Er blickt zu der stehenden Frau auf. Hinter ihnen 3 Figuren. Eine Frau mit einem rot bebänderten Strohhut und 2 Männer. Der eine mit Kanotier, der andere mit Zylinder. Links von ihnen lehnt eine Frau an einem Baum. Auf der anderen Seite stützt sich ein Mann mit Kanotier an den Stamm und spricht sie an. Diesseits des Baums wendet eine sitzende Frau den Kopf der Gruppe im Vordergrund zu. Dicht daneben ein tanzendes Paar. Ein zweites Paar im Zentrum. Vorn an der Tanzfläche ein weiteres Paar. Zu ihrer Linken im Hintergrund sitzt ein Paar auf einer Bank. Am äußersten linken Rand des Bildes noch ein tanzendes Paar. Im Hintergrund eine dicht gedrängte Menge. Ein Orchester auf einem Podium, Holzarkaden, Bäume, Laternen, Palisaden. Das Bild ist unten rechts unter dem Tisch signiert. Renoir.
1876 ist Renoir 35 Jahre alt. Er wohnt in der Rue Saint-Georges, am Fuß des Montmartre. Franc Lamy entdeckte eines Tages in meinem Atelier eine Skizze, die ich vom Moulin de la Galette gefertigt hatte. Dieses Bild muss unbedingt ausgeführt werden, sagte er zu mir. Es war nicht einfach, die Modelle zu finden, und außerdem brauchte ich einen Garten. Ich hatte Glück und erhielt einen Auftrag, der fürstlich honoriert wurde. Das Porträt einer Dame und ihrer zwei Töchter für 1200 Francs. Ich mietete damals auf dem Montmartre zu 100 Francs ein Haus, das von einem großen Garten umgeben war. Das Haus liegt in der Rue Cortot Nummer 12. Es beherbergt heute das Montmartre-Museum. Renoir bewohnt es nur wenige Monate, malt dort aber mehrere Bilder. Der Garten. Im Vordergrund ein kunstvolles Blumenornament, im Hintergrund zwei Männer im Gespräch. Ebenfalls in dem Garten entstanden die Schaukel. Jeanne, eine 16-Jährige von Montmartre, deren Bekanntschaft Renoir macht, weigert sich eine Zeit lang, bevor sie schließlich für ihn posiert. Sie ist in dieser idyllischen Szene neben dem Maler Norbert Guénot dargestellt. Auf dem Gipfel des Montmartre standen seit Jahrhunderten mehrere Getreide- oder Gipsmühlen. Sie wurden nicht mehr benutzt, aber ihre Umrisse prägten die pittoreske Landschaft von Paris. In der Umgebung, Gärtchen, unbebautes Gelände, stark abschüssige Wege. Eine Müllersfamilie, die Debrays, besaßen mehrere alte Etagenhäuser und Mühlen auf dem Montmartre. In einer ersten Mühle, der Radet, wurden gelegentlich noch Iriswurzeln für einen Parfümeur gepresst. Eine andere, die Blüte Fin, bot für 10 Centimes eine großartige Aussicht auf das Pariser Panorama. Die Debrays hatten einen Café und Gärten eröffnet, wo sie Kuchen und Grenadinen servierten. Unten im Hof diente eine Halle als Tanzsaal. Die gesamte Anlage nannte sich Moulin de la Galette. In der schönen Jahreszeit öffnete sich das Orchesterpodium auf dem mit Akazien bepflanzten Hof. Rustikale Stühle, grün gestrichene Tische und Bänke umstanden einen Raum, wo die Paare an Sonn- und Feiertagen ab 3 Uhr tanzen konnten. Gasgespeiste Kronleuchter und Lichtmasten sorgten dafür, dass das Fest bis Mitternacht ausgedehnt werden konnte. Um 1875 spielte das Orchester abwechselnd Walzer, Märsche, Polkas, Mazurkas und auch einige berühmte Melodien wie die Quadrille Lancier. Kurz vor Mitternacht wurden zum krönenden Abschluss einige Tänze wiederholt, eine Farandole und ein Galopp mit Abschiedsliedern. Zu dieser Zeit wurden die Bälle von einfachen Leuten des Montmartre und der umliegenden Viertel besucht. Darunter mischten sich ein paar Ganoven, leichte Mädchen und auch Maler. Ich hatte das Glück, im Moulin de la Galette Mädchen zu finden, die sich nichts sehnlicher wünschten, als zu posieren, wie die beiden im Vordergrund meines Bildes. Die Jeanne aus der Schaukel ist auf dem Bild mit ihrer jungen Schwester Estelle dargestellt. In Rückenansicht der Maler Franc Lamy. Der Mann mit Pfeife und Zylinder ist Norbert Guénot. Er fand sich bereits mit Jeanne in der Schaukel. Der Schreiber auf dem Bild ist Georges Rivière. Er wird später über diesen Sommer des Tanzes und der Malerei berichten. Da waren auch noch Gervex, Corday, L'Estrangaise, Loth und andere, die Tänzer darstellten. Außerdem ein Maler spanischen Ursprungs, der sich Pedro Vidal de Solares y Cadenas nannte und aus Kuba stammte. Ihn erkennt man im Zentrum des Bildes in der gelb-grünen Hose. Er tanzt mit Margot. Marguerite Legrand, Margot, war eine junge, etwas ordinäre Vorstadtpflanze mit sinnlichem Mund. Sie war äußerst lebhaft und Renoir hatte große Mühe mit ihr, wenn sie posieren sollte. Von Rivière ist zum Tanz eine weitere Information überliefert. Dieses Bild schleppten wir Tag für Tag von der Rue Cortot zu Moulin, denn es wurde vollständig vor Ort ausgeführt.
Das ging nicht ohne Schwierigkeiten ab, wenn der Wind pfiff und das große Gestell über dem Montmartre davon zu segeln drohte wie ein Drachen. Das Gemälde misst 1,76 Meter mal 1,32 Meter. Mit seiner Anekdote erinnert Rivière an die neue Forderung der jungen Maler. Wie ihre Vorläufer Corot, Boudin oder Jonkind wollen sie im Freien arbeiten, direkt vor dem Motiv. Die Farbenhändler stellen sich darauf ein und liefern den Malern eine leichte, tragbare Ausrüstung. Renoir zeigt seinen Freund Monet, mit dieser Ausrüstung versehen, beim Malen im Garten in Argenteuil. Die beiden Maler haben häufig gemeinsam im Freien gemalt. 1869, Badeplatz La Grenière an der Seine in Croissy. Monet interessiert sich vor allem für die Landschaft, die Reflexe. Eine kalte, begrenzte Palette. Die Farben sind in breiten Pinselstrichen voneinander abgesetzt. Ergebnis? Ein kontrastreiches, aber klares Gegenlicht. Renoir interessiert sich dagegen mehr für die Menschen und die Tiere. Die Palette ist breiter, wärmer. Feine Pinselstriche, direkt auf der Leinwand gemischte Farben. Das Licht ist diffus, die Konturen sind fließender. Die Bilder wurden schnell gemalt, bei wechselndem Licht. Die Maler mussten oft im Atelier einen Effekt vollenden, ein Detail ergänzen, eine Bildzone angleichen. Deshalb hatte die Rue Cortot mit ihrem ans Atelier angrenzenden Garten Renoir so fasziniert. Die Posen der Figuren im Vordergrund sind sicherlich im Garten angelegt und im Atelier wieder aufgenommen worden. Renoir zieht im Oktober 1876 aus der Rue Cortot aus. Er vollendet das Gemälde wahrscheinlich in der Rue Saint-Georges, wenige Monate vor der Ausstellung im Jahr 1877. Vom Tanz existiert eine kleinere Version in hellerer Farbgebung. Es scheint, dass Renoir sie nach der großen Fassung gemalt hat, um einer Bitte des Sammlers Victor Choquet zu entsprechen. Renoir und seine Freunde setzen die Nuancen deutlich voneinander ab, um die Reinheit der Farbe zu erhalten und eher die visuellen Empfindungen als die Kontur der Formen wiederzugeben. Sie wenden sich gegen den fotografischen Realismus, der in die Malerei ihrer Zeit Einzug hält. Ihre Gemälde erscheinen im Vergleich unvollendet, im Entwurfsstadium belassen. Beim Tanz treibt Renoir diese Auflösung der Formen durch die wimmelnden Pinselstriche auf den Höhepunkt. Er meistert alle Probleme, die sich aus der Umsetzung dieses Prinzips auf einer sehr großen Fläche ergeben und macht das Gemälde zu seinem Bravourstück. Der Maler benutzt einen weichen Pinsel, in wenig Ölfarbe getränkt, die durch Zugabe von Terpentinöl von sehr dünnflüssiger Konsistenz ist. Für das herabhängende Laubwerk der Akazien mischt oder überlagert er auf der Leinwand Blau- und Grüntöne in wild bewegter Pinselführung. Er bedient sich des luftigen Pinselstrichs, den er bereits bei La Grenière erfolgreich eingesetzt hat. Die Farbpalette ist bewusst begrenzt. Der Maler verzichtet auf Erdpigmente. Einige Jahre nach dem Tanz stellt er eine Liste der Farben zusammen, die ihm notwendig erscheinen. Bleiweiß, Chromgelb, Neapelgelb, Ockergelb, natürliches Siena, Zinnober, Krapplack, Veronesergrün, Smaragdgrün, Kobaltblau, Ultramarinblau. Es gibt kein Schwarz. In der Loge findet sich Schwarz im Überfluss. Beim Tanz werden die dunklen Flächen durch sehr dunkles, manchmal mit Schwarz gemischtes Blau erzielt. Das Blau, das in der klassischen Malerei vor allem dazu diente, Ferne auszudrücken, erobert den Vordergrund der impressionistischen Gemälde wie eine fundamentale Komponente der Schatten.